Hallo und willkommen zurück. Dies ist jetzt ein spannender Moment. Ich weiß es nicht, ob ich gleich auffliege oder nicht. Weil da drüben ist so ein Arsch. Der da. Und da ist auch einer. Und irgendwie das blöde Licht hier, das gefällt mir gar nicht. Ich weiß auch nicht. Jetzt probieren wir es einfach mal. Wir laufen jetzt hin und messen den. Und wenn der mich entdecken sollte, dann muss man ganz schnell den erledigen. Ohne dass es irgendwie Alarm schlägt oder so. Oder wenn man da rausgeht und nee, oder? Moment, ich teste kurz was aus. Ich teste was aus. Krieg ich denn von da? Krieg ich nicht von da? Scheiße. Oder von da? Krieg ich nicht. Scheiße. Aber. Und warum bewachen wir überhaupt irgendwas? Haben wir Angst vor diesen bescheuerten Rangern? Ich wünschte, einer von denen wäre hier. Ja, ich krieg leider nicht Scheiße. Scheiße. Oh Mann. Oh Scheiße. So nah und doch so fern, aber egal. Was ist das? Ach so. Ah, ich komme da nicht rein. Scheiße. Ja, jetzt. Den muss man jetzt einfach messern. Keine Ahnung. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ich würde sagen, so arg schwer war es gar nicht. Geht ja relativ locker von der Hand, muss ich sagen. Sollen wir die da drüben auch noch holen? Ich glaube, da drüben gammeln noch ein paar Schleute rum. Test mal aus. Das Miststück ist hier! Feind ist nah! Fuck. Die mich gesehen oder was? Nee, die haben die Leiche gesehen, glaub. Das Miststück krieg ich dich! Halt dich, du Schwein! Fang, du Scheißer! Fuck, fuck, fuck. Aber ich würde sagen, das war's. Weil ich habe drüben schon alle platt gemacht. Es dürfte keiner mehr kommen eigentlich. So wie es aussieht, kommt auch kein anderer mehr. Es war jetzt mein Glück, dass ich drüben alle ausgeschalten habe schon. Habe ich gut gemacht, ne? Mehr oder weniger. Gut, gut, gut.
eigentlich da rein irgendwie. Oder wieder zurücklaufen. Und den anderen sagen, ey Alter, da sind keine mehr. Das kann natürlich sein. Weil ich finde jetzt hier keine andere Möglichkeit mehr. Es gibt hier keinen Schalter zum Betätigen. So. Oder irgendwas anderes. Arschlecken, wir laufen zurück. Jetzt muss man auch wieder da durch. Scheiße. Scheiße. Das hat mich ein bisschen Leben gekostet hier. Vorsicht! Sie könnten dich sehen! Nö, das sind alle tot. Alle tot. Aha. Ich aber weit laufen, scheiße. Das ist Ah, scheiße. Oh. Fuck. Fuck, das sind wir wie gar nicht gerechnet. Das sind doch keine mehr gewesen. Das gibt's nicht. Drecksau. Mit den Idioten habe ich jetzt nicht gerechnet hier. Aber ein guter Kopfschuss kann Abhilfe bringen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich habe keine Ahnung. Weil ich habe ja den Weg jetzt freigeräumt, weil die haben mich gefragt, ob ich denen helfe, die Leute zu erledigen. Das habe ich gemacht. Könnte sein, könnte aber auch schlimmer sein. Wie? Sie hat den Frauen dabei. Ja, schade. Wenn da in den rollen würde, müsste man dich den Berg hochbremsen. Helfen wir nun unseren Leuten oder was? Was sollen wir beide zu zweit denn schon ausrichten können? Wenn sie eingekesselt sind, könnten wir die Banditen über die Flanke angreifen. Dann machen wir uns mal bereit. Ihr geht nirgendwo hin. Wer soll denn sonst die Frauen und Kinder beschützen? Wir können doch nicht zulassen, dass die Banditen unsere Leute abschlachten. Dieser Fremde wird uns helfen. Er sieht immerhin so aus, als könnte er 20 von euch aufwiegen. Ah, locker. Dass du deinem André dem Waffenschmied geglaubt hast. Ach, das ist sicher, man kommt in 0, nichts dahin. Und du hast mich hierher gezerrt. Und jetzt werden wir alle wegen deines blöden Waffenschmieds sterben. Wer redet denn da? Halt deine Klappe. André ist ein Heiliger. Er hat uns alle rausgebracht und vor uns schon viele andere. Ja, er hat uns rausgebracht, damit Banditen uns überfallen können. Und wie zum Teufel hätte er von den Banditen wissen sollen? Dann soll er den Leuten nicht sagen, ja, was ist jetzt hier? So eine blöde Scheiße. Was ist mit dem Gebet? Er hat uns vor ihnen gerettet. Was macht das denn für einen Unterschied, wenn wir trotzdem von Banditen umgebracht werden? Blödes Feind. Wir testen es einfach mal. Das hätte ich glaube schon am Anfang machen sollen, aber... Keine Ahnung. Sieht doch gut aus, sag ich mal. So, die Karre. Ja. Dreckskarre da. Die schieben. Kann man nicht schieben. Super. Dreckskarre. Ah, verpiss dich.
Was? Fesseln abnehmen? Hat er gerade gesagt. Löse meine Fesseln. Ich halte es nicht mehr raus. Danke. Danke, Mann. Ich dachte, ich wäre erledigt. Die haben alle noch Lebenden mitgenommen. Die Kinder, die Frauen. Ich schiebe den Schienenwagen, damit du durchfahren kannst. Oh, jawohl. Geil. Wenn du ihnen folgst, dann pass im Techniktunnel auf. Ich habe gehört, wie die Banditen über eine Falle dort gesprochen haben. Eins, zwei, ho. Hey, Zwerge, ho. Ho, ho, ho. Hey, Zwerge, ho. Guter Mann. Danke nochmal. Ich ruhe mich hier erstmal aus. Willst du mit oder willst du nicht mit? Geh ich alleine. Uns landen. Jetzt müsste es mir rein theoretisch nichts machen. Oder doch? Doch, doch, macht mir auch was. Burn, Baby, burn. Ganz voll durchkrachen. Scheiße. Und jetzt? Fuck. Sickel, steig los. Ja, na gut, jetzt bin ich zwar durch, aber jetzt versperrt mir das Tor den Weg. Ist ja echt klasse hier. Echt klasse. Was muss ich tun? Ich muss das Tor irgendwie aufkriegen, sage ich jetzt mal. Spontanerweise. Aber wo? Also hier sind alle tot. Und da gibt es ja irgendwie keinen Schalter oder irgend sowas. Dann müsste es rein theoretisch anderen Seite irgendwo sein. Nicht sicher, aber ich kann es mir anders vorstellen. Dass irgendwo so ein scheiß Kontrollkasten ist, wo man das Tor aufmachen kann. Oder dass ich wieder zurück muss zu den anderen und sagen kann, hey Alter, der Weg ist frei, ihr könnt durchfahren. Oder ich betätige hier den Schalter. Wenn er funktioniert. Der ist jetzt nicht grün. Aber funktioniert. Geile Sache. Könnte ich die Luftteile hier könnte ich brauchen. Die sind gut. Jawohl. Gehen wir da rein? Nein. Ein Funzel anmachen vielleicht.
Kack. Was ist los mit dir? Du wach dich! Der Boss hat gesagt, wenn wir nur einen von den Spitzen durchlassen, kriegt er unser Marsch. Ohne Scheiß. Ach, dann lass uns gehen. Ich muss den ganzen Weg frei. Was ist das war? Ah, der ist schon tot. Ich muss quasi den ganzen Weg frei räumen. Oh fuck. Für die Familie das praktisch. Zum Teufel. Wessen Karre ist das? Fuck. Das war scheiße. Ich hätte das Auto hinten stehen lassen sollen. Das war jetzt nicht schlau von mir. Das war scheiße. So. Kommt er her oder kommt er nicht her? Ja, da macht immer so einen Rundumblick. Den Scheiß erfüllen wir. So. Das war jetzt gefährlich, weil der immer rumgeguckt hat. Hätte auch in die Hosen gehen können. Scheiß Feuer. Was ist das da, eine Weiche? Jetzt mal da rein. Für Teufel. Fuck. Was? Sind da welche? Ich glaube schon. Okay, geh mal rein. So holen wir uns. Pass auf, ich guck mal nach den Jungs. Alles klar, Kumpel. Okay, da kommen wir jetzt rein lang. Oder her. Zu mir, das ist gefährlich. Da ist der. Was? Auf uns los. Auch gefährlich. Na ja, ich gehe zurück. Geht klar. Das ist doof. Hast du was von dem Tunnel? Oh, jetzt gefährlich. Leck mir am Arsch. Da kommt nochmal einer. So. Was? So, nächste. Ja, das war ja relativ einfach. Sag ich mal. Gucken, was dann noch geht.
nichts mehr, oder? Der Küche. Warte. Da sitzt einer. Da sitzen, glaube ich, zwei. Scheiß Licht da. Da sitzt. Da sitzt. Da sitzt, glaube ich, einer. Oh, und da vorne auch einer. So. So. Schläft er? Der ist tot, oder? Bitte, bitte, Personus! Du bist ein Schwein! Mörder! Wo sind sie? Da hinter drin, oder wie? Warte, warte, ich will jetzt erst den vorne am Fernsehtisch noch holen. Den schnapp ich mir auch noch. Hey. Der da ist gefährlich, dahinter ist nochmal einer. Boah, da ist schon mal einer. Die sieht man immer erst auf den zweiten Blick, das ist echt schlimm. Ist so gefährlich. Da ist aber nochmal irgendwo einer. Bloß nicht wo. Okay, ich sehe spontan. Spontan sehe ich jetzt keinen mehr. Nö. Dann gehen wir rüber. Ja, darüber. Durch die Türe. Aber wir sind schon wieder am Zeitlimit angelangt. Mit diesen schönen Bildern hören wir mal auf und dann sieht man sich im nächsten Teil wieder. Also vielen Dank fürs Einschalten. Bis später.